Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, ihr habt richtig gesehen im Titel, es wurde Multiplayer-Gameplay von Black Ops Cold War jetzt geleakt. Es ist aufgetaucht und anscheinend hat jemand, der auf dem Event war, wo große Content-Creator eingeladen worden sind von Activision, die den Multiplayer von Black Ops Cold War schon antesten konnten in der Alpha. Er hat Black Ops Cold War aus Versehen, wie ich zumindest meine, gestreamt. Ich kann mir das so erklären, dass er das Aufnahmeprogramm OBS offen hatte und dass er aus Versehen auf den Stream-Button geklickt hat und nicht auf den Aufnahme-Button. Und dann wurde 7 Minuten Gameplay von Black Ops Cold War geleakt. Und ich möchte in diesem Video darüber reden, was man alles in diesem 7-minütigen Gameplay gesehen hat. Also Leute, abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, um nichts mehr zu Black Ops Cold War auch in Zukunft zu verpassen. Und dass Gameplay jetzt geleakt worden ist, ist natürlich auch ein riesengroßer Skandal für Activision und für die Entwickler, weil der Marketingplan dadurch natürlich komplett zerstört worden ist. Normalerweise würden wir ja in 5 Tagen, das heißt am 9.9. den Multiplayer-Reveal zu sehen bekommen, aber wir haben ja jetzt schon Multiplayer-Gameplay gesehen und wir wissen quasi schon, wie der Multiplayer aussehen wird. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für Activision und auch für die Entwickler. Ich kann euch das Gameplay hier natürlich nicht zeigen, da ich sonst einen Bann bekomme, aber ich kann darüber reden, was ich alles gesehen habe. Und zwar habe ich gesehen, dass Scorestreaks wieder zurückkehren werden und wir sehen einen Gesundheitsbalken über den Gegnern. Das heißt, wenn du die Gegner anschießt, dass du direkt über den Gegnern sehen kannst, wie viel Leben du den Gegnern abgezogen hast und du siehst dann quasi den Gesundheitsbalken von den Gegnern und so weißt du ganz genau, wie viel Leben die noch haben und wie viele Schüsse du ungefähr noch brauchst, um die Gegner zu killen. Das finde ich sehr, sehr nice. Habe ich auch in BO4 extrem gefeiert. Dann haben wir keinen taktischen Sprint in Cold War. Es gibt keine Türen, soweit man das dem Gameplay hier entnehmen kann. Wir haben eine runde Minimap mit roten Punkten, wenn Gegner schießen. Und sie scheint auch größer sein als in Modern Warfare. In Modern Warfare haben sich ja einige Leute darüber beschwert, dass es keine Minimap mit roten Punkten gibt, wenn die Gegner schießen, dass man nur die roten Punkte auf dem Kompass oben sehen kann. In Black Ops Cold War wird es anscheinend so sein, dass du die Gegner auch auf der Minimap sehen kannst. Du hast natürlich auch einen Kompass oben in Black Ops Cold War, aber der ist, glaube ich, eher für Warzone gedacht. Dann haben wir 150 Leben und eine höhere Time to Kill als in Modern Warfare, aber eine geringere Time to Kill als in BO4. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sieht sehr geil aus. Ist für mich, glaube ich, die perfekte Time to Kill. Dann sehen wir folgende Extras, die kommen werden. Wir sehen einmal Geist, wir haben Ninja, wir haben eine taktische Maske, so heißt das extra zumindest. Wir haben Tracker, hier werden Footsteps auf dem Boden angezeigt. Wir haben Flak Jacket, damit bekommst du weniger Explosivschaden. Wir haben Plünderer, wir haben Quartiermeister. Quartiermeister könnte eventuell Overkill sein. Man ist sich aber momentan nicht sicher und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, was Quartiermeister sein soll. Es gibt übrigens wieder Wildcards, wie in den vorherigen Black Ops Teilen. Einmal sehen wir eine Wildcard namens Greed, beziehungsweise gierig. Wie es aussieht, kann man damit 6 Extras mitnehmen. Man sieht auch im Gameplay, dass jemand 6 Extras hat, nur wenn er die Wildcard Greed dabei hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Greed hier dafür sorgt, dass du 3 zusätzliche Extras zu seinen 3 eigentlichen Extras mitnehmen kannst. Dann haben wir nochmal Danger Close als Wildcard und es gibt 5 Waffenaufsätze für Primär- und Sekundärwaffen. Es gibt 5 Standardklassen und 5 benutzerdefinierte Klassen in der Alpha. Waffen, die man sehen konnte, ist einmal die XM4. Das ist die Kommando aus Black Ops 1. Wir sehen die M16, wir sehen die Stoner 63, die MP5, die AK-74U und die Spaß 12, die halbautomatisch ist. Field Upgrade kehren auch wieder zurück. Wir haben einmal das Feldmikrofon, das kommt als Field Upgrade. Das kann man einfach so auf dem Boden platzieren, wie du beispielsweise ein Trophy System auf dem Boden platzieren kannst oder auf dem Auto oder wo auch immer. Und dann in dem Radius, also so stelle ich mir das persönlich vor, in diesem Radius um dieses Field-Mikrofon kannst du dann die Footsteps der Gegner besser hören. Also das ist zumindest meine Auffassung dieses Perks. Ich denke mal, dass es auch so sein wird. Und dann haben wir noch die Aufsätze für die Spaß 12 gesehen. Wir haben einmal ein Sprintpad, wir haben ein 9er-Round-Magazin, wir haben ein SWAT 5MW-Laser, einen 23,3 Zoll Fallschirmjäger Duckbill Choke
Lauf anscheinend. Der sorgt für eine geringere Streuung. Und man hat einen neuen Modus namens VIP-Extraktionsmodus. Kommen wir nun zur Map, dem Movement und das allgemeine Design und Feeling von Black Ops Cold War. Das Gameplay, was geleakt worden ist, zeigt die Map Miami bei Nacht. Wir haben nur eine einzige Map gesehen. Und in dem VIP-Modus startet die Runde mit einem Feuerwerk und die Spieler werden aufgefordert, den VIP bis zur Extraktion zu schützen. Es gibt zwei Extraktionspunkte und es ist ein 6 gegen 6 Spielmodus, in dem man seine Mates auch wiederbeleben kann. Und das ist so ähnlich wie Cyber Attack aus Modern Warfare. Es wird so sein, dass einer zufällig aus deinem Team ausgewählt wird als VIP. Und diesen VIP musst du dann zusammen mit deinen Teammates beschützen zum Extraktionspunkt und dann hast du quasi die Runde gewonnen. Die Map sieht übrigens sehr, sehr nice aus. Die hat viele Neonlichter, übertrieben viele Neonlichter. Überall in den Pfützen auf der Map spiegeln sich die Straßenlichter, die Neonlichter und so weiter und so fort. Die Grafik allgemein sieht auch wieder sehr, sehr nice aus, wie eigentlich auch in jedem COD. Und diese Map, die man in dem Gameplay sehen konnte, hat eine dunkle, düstere Atmosphäre. Sie spielt natürlich auch bei Nacht, aber auch eine fröhliche und futuristische Atmosphäre, finde ich, wegen den ganzen Neonlichtern, die sehr, sehr farbenfroh aussehen, wie man das natürlich auch von einem Treyarch-Spiel gewohnt ist. Und in dem Gameplay konnte man auch wieder die Gegner kurz hören, nachdem du sie gekillt hast, wie es auch in Modern Warfare schon der Fall ist. Beispielsweise konnte man einen Gegner hören, der gesagt hat, welche Waffe ist das? So für 2 Sekunden, nachdem du einen Gegner gekillt hast, kannst du natürlich hören, was der Gegner sagt, wie der Gegner sich kurz aufregt darüber, dass du ihn gekillt hast. Das wird wieder zurückkommen in Black Ops Cold War. Und die Waffen sahen auch sehr nice aus. Der Waffensound auch wieder sehr, sehr nice. Und auch der Hitmarker-Sound finde ich sehr geil. Das erinnert alles an Treyarch, aber das Movement, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so geil sein wird, weil es sieht für mich irgendwie nicht so wirklich smooth aus und etwas abgehackt. Aber vielleicht ändern sie das noch. Es ist ja momentan nur eine Alpha und allgemein das Spiel erinnert mich irgendwie sehr an Black Ops 1. Auch allgemein wie die Waffen aussehen und das Movement so ein bisschen auch sehr Black Ops 1 mäßig, finde ich zumindest. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der Black Ops 1 Vibe kommt auf jeden Fall in einer Art und Weise rüber. Es ist aber gleichzeitig sehr futuristisch, obwohl es in der Zeit vom Kalten Krieg spielt. Schrotflinten können übrigens auch als Zweitwaffen ausgerüstet werden und das sind die ganzen Informationen, die ich habe, die man aus dem Black Ops Cold War Multiplayer Gameplay herausnehmen konnte. Leute, in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Gameplay. Falls es denn noch da ist, könnt ihr euch das auch anschauen. Ihr müsst sehr, sehr schnell sein und like das Video gerne, falls euch das Video gefallen hat. Ich bin sehr gehypt. Ich habe extrem Bock auf Black Ops Cold War, auf den Multiplayer-Reveal natürlich auch, obwohl man jetzt schon Multiplayer gesehen hat, ist natürlich nicht so nice. Aber ich habe trotzdem Bock. Am 9.9. um 19 Uhr werden wir den Multiplayer-Reveal zu sehen bekommen. Abonniert natürlich auch meinen Kanal für mehr Black Ops Cold War News und Update-Videos. Und es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir auf diesem Video 1000 Likes bekommen. Das wäre sehr, sehr nice. Ich habe Bock auf das nächste Jahr Call of Duty. Leute, COD lebt. Wir sehen uns entweder heute im Livestream oder beim nächsten Video, Leute. Haut rein und no heroes that are down, that fight for glory. We watch and we cheer, choose sides and pledge our allegiance. What happens when the loyalty is betrayed? What if nothing is quite what it seems? That everything you think you know is just a game. A game of wars and lies, cover-ups and disinformation. Secret operations that never took place. Feral pawns grind away their simulation. Every system has its weakness. Join me. Stand large.